Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, heute in der Folge 316. Wir cruisen hier gerade im Renault Range T oder T-Range, weiß ich gar nicht, wie rum das genau richtig ist. Auf unserer Premierenfahrt ja gerade über die Autobahn von Norwegen. Ja, wie gesagt, Premierenfahrt, alles noch ganz neu für uns. Auch somit extrem spannend, weil allzu oft gibt es ja dann nicht neue LKW hier im Euro Truck Simulator, ne? Ich sehe auch gerade hier innen drin, sieht man die Außenfarbe des Fahrzeugs durch, ne? Rot. Immer geradeaus. Ja, hier vorne, genau, hier vorne beginnt wieder die Autobahn. Also, ne, wenn es mal irgendwie jetzt gleich wieder richtig schön irgendwo wird, landschaftlich, können wir gerne mal dann anhalten. Müssen nur aufpassen, dass wir eben nichts blockieren. Auch wenn wir eben hier ziemlich alleine sind, am Arsch der Welt quasi. Ne, man kann nie wissen, dass da nicht trotzdem jemand kommt. Von daher immer diesbezüglich einfach ein bisschen aufpassen. Wir fahren jetzt hier quasi der untergehenden Sonne so ein bisschen entgegen. Ich hoffe mal, dass die heutige Aufnahme dann noch so im Hellen größtenteils sein wird, weil das ist wirklich immer das Schönste. Das ist so, wie wenn du quasi durch Manhattan im Dunkeln mit dem Auto fährst. Da siehst du auch nicht viel. Ja, wobei, gut, Manhattan ist vielleicht im Dunkeln noch ein bisschen sehenswert, ne? Aber tagsüber natürlich landschaftlich oder vor allem, was die Gebäude angeht, ne? Landschaftlich vielleicht eher weniger. Aber was die Gebäude und so angeht, ist dann natürlich im Hellen schöner. Auch wenn es natürlich im Dunkeln immer auch schön angeleuchtet ist, sicherlich gerade Manhattan. Aber es geht uns ja hier auch so ein bisschen um die Landschaften und die würden hier wirklich im Dunkeln ziemlich an uns vorbeisausen. Das fände ich ein bisschen sehr schade. Och, der zieht aber gut hier hoch. Selbst im niedrigtürigen Bereich geht er hier halbwegs hoch. Entweder ist die Fracht extrem leicht oder wir haben sogar viel Leistung. Ich weiß, wie gesagt, gerade nicht, wie viel wir hier unter der Haube heute haben. Scheinbar aber genug. Ja, so viel sei schon mal gesagt. Das ist ja schon mal was. Ja, gucken wir uns dann sonst mal hier so ein bisschen um. Ja, Cockpit doch sonst doch echt nüchtern eher gehalten. Also ein bisschen neutral auch. Na, hier das Bett. Ups. Ja. Ist doch. Ah, Moment. Man kann doch da lesen, wie viel Leistung der hat. Aber das ist so hell draußen. T440 Komfort. So, jetzt haben wir es doch. 440 PS hat der. Die Fracht ist aber eben sehr, sehr leicht wohl. Daher kommt es dann, dass wir so gut abgehen. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, 6 oder 8 Autos haben wir, wie gesagt, nur geladen. Von daher, die gehen da nicht so ins Gewicht. Würden wir jetzt ja wirklich mit knapp 40 Tonnen fahren, dann sähe das natürlich mit 440 PS ja schon wieder ein bisschen anders aus. Ach, schon schön, ne? Also, das ist eben das Schöne so am LKW-Fahren, ja. Oder wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst oder im Wohnwagen, Wohnmobil oder so, ja. Nimmst quasi dich selbst hier und deinen ganzen Sack und Pack immer mit. Ne? Das ist ja wirklich das Schöne. Und quasi die Frontscheibe ist dann jetzt hier die Leinwand, auf der wir hier alles beobachten. Gerade jetzt hier, ne, seit dem ETS ja auch wirklich immer sehr, sehr viel auch an dem Visuellen der jeweiligen Region getan hat, ist das auch wirklich immer sehr, sehr, sehr schön. Damals im ersten ETS sah es ja noch zum Teil wirklich überall, ja, ich will nicht sagen gleich, aber es sah doch etwas monotoner aus. Und jetzt inzwischen ist das wirklich sehr, sehr dynamisch geworden, was die einzelnen Landschaften angeht. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass man da eben so große Fortschritte gemacht hat.
Ah, jetzt geht's hier gerade ein bisschen hoch. Wohl. Also immer eine schöne geradeaus. Brücke. Eine richtig schön hohe Brücke. Aber ich glaube, da können wir nicht rüberfahren. Aber weißt du, das sind so die entspannten Seiten hier am Beruf. Ne? Wenn man hier so ein bisschen tolle Aussicht hat, ne? Und gleitet einfach so wunderschön hier entlang. Jetzt die Sonne auch noch so. Wäre natürlich ein bisschen schöner, wenn jetzt von hinten käme. Dann würde das so ein bisschen das Cockpit erleuchten. Und wir würden dann nicht ganz so im Dunkeln wie jetzt hier gerade sitzen. Aber gut. Ist auch nicht schlimm. Also insgesamt waren es, glaube ich, an die 900 Kilometer die heutige Tour. Davon haben wir schon in etwa 200 zurückgelegt, sind also doch schon gut weit gekommen. Und wir sind mal gespannt, wie weit wir es heute noch schaffen. Ah, hier rechts verläuft eine Bahn. Gut, hier wäre natürlich, wenn das ein Güterzug wäre, ich weiß nicht, wie schnell ein Güterzug so normalerweise fährt, aber wahrscheinlich schneller sogar noch. Aber dafür, ne, sind wir natürlich ein bisschen individueller und flexibler hier mit unserem LKW und können hier direkt vor Ort hinfahren. Immer geradeaus. Können auch dann am nächsten Rastplatz oder irgendwo, wo die Sonne da mal schön steht, wo wir was Schönes zu sehen haben, da vielleicht mal anhalten für ein kleines Bildlein. Na, ich glaube, jetzt geht es hier über eine Brücke so ein bisschen. Eine kleine Brücke. Ja, aber wie ihr seht, ne, hier rechts, das ist zum Beispiel jetzt nicht dargestellt, auch wenn es sehr, sehr schön wäre natürlich, aber das ist ja halt mitten im Nirgendwo. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch nicht einfach so spannend einfach, ne, zum Befahren. Aber was mir so gerade auffällt, hier sind überhaupt keine scharfen Kurven. Das war früher ganz oft. Ja, weil das ja so komprimiert ist quasi. Also wir fahren zum Beispiel von Hamburg nach München 800 Kilometer. Die fahren wir hier natürlich auch. Aber von der Fahrzeit ist das so, als würden wir 100 Kilometer fahren. Ne, und dann wird die Strecke Hamburg-München, ne, einfach so zusammengedrückt. Und die ganzen Kurven, die wir auf der Strecke haben, ne, so eine Kurve wird dann auf einmal so eine Kurve, weil das ja eben zusammengedrückt wird. Aber, wie ich hier jetzt sehe, das ist überhaupt nicht. Und das macht auch ein bisschen mehr Spaß, ne, weil das wie im echten Leben ist. Schön lange Kurven. Oder auch, ich habe neulich mal ein Video gesehen, so eine Landung. Southwest 737 Max ist gelandet in, ich weiß gar nicht, wo das war. Und ich weiß, welcher Airport war das? Fällt mir gerade nicht ein. Naja, und da hat man wirklich einen Highway gesehen, aus dem Flugzeug raus, so die Flügel, ne, und alles. Und unten der Highway, wie eine Linie, wirklich so weit du gucken konntest, so mindestens 20, 30 Kilometer, wirklich wie an einer Schnur geradeaus. Ja, das hat man in Deutschland ja eher wenig, tatsächlich. Aber da war es wirklich eben so, ne? Weil das wahrscheinlich einmal so geplant war. Einmal, egal was komme, einmal genau gerade durch hier durchs Land. Ne? Irgendwie so ein Highway, Freeway, weiß ich jetzt nicht genau, was das war. Aber das sah schon krass aus. Ne? Aber hier dieses leichte Kurvenfahren, das ist immer sehr, sehr, sehr schön und entspannt. Das macht Spaß. Muss gleich nochmal gucken, dass wir hier noch ein schönes Bildchen jetzt auch noch schießen. Optimalerweise natürlich hier von der anderen Seite eigentlich. Ach, hier. Ach, hier ist Maut. Ja, wir können mal rollen lassen. Ich
glaube, da ist ein Rastplatz. Da können wir dann wahrscheinlich mal ran. Oder? 12 Euro. Der Arbeitgeber bezahlt. Guckt ihr das mal an. Das ist doch Hammer jetzt, ne? Wobei, man muss lustigerweise dazu sagen, wir zahlen ja auch keinen Sprit. Ne? Ach, hat so ein bisschen Carbon-Optik hier, der Tacho auch tatsächlich. Das konnte man jetzt hier gerade natürlich noch nicht sehen. Weil wir natürlich hier nicht das Licht im Cockpit haben. Aber ihr könnt wirklich mal schreiben, ob ihr diesen LKW wirklich gut findet, wenn wir uns den kaufen würden. Ach, ihr seht auch, wir haben jetzt ungefähr gleich die Hälfte der Strecke bereits hinter uns gelassen. Ja, super. Also das sieht ja, es sieht einfach schön aus hier. Wir machen nochmal ein kleines Foto. Vielleicht irgendwie sowas hier, ne? So was Schickes herangezoomt. Ja, na, das sieht doch gut aus hier. Sättigung haben wir ein bisschen erhöht. Ja, Gott, das sieht wirklich schick aus. Na, die andere Seite, na, ihr seht das natürlich jetzt hier. Das bringt uns nichts, weil das eh dunkel ist. Ja. Naja, gut. Ist aber nicht schlimm. Na, das Licht ist halt nicht mehr gut zum Fotografieren. Das muss man halt fairerweise dazu sagen jetzt. So, nach einer kleinen Pinkelpause geht es jetzt hier weiter, ja. Und Fotopause. So. Aber da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst hier, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwo stehen würde und verlasse den LKW irgendwie mitten im Nirgendwo. Man weiß ja nie, ne? Nachher wird man hier von einem Bären überfallen oder so. Also hier gerade in Skandinavien, ja, wenn hier Wald ist und alles und muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Also wirklich jetzt, ne, mit Tieren und so, das ist, glaube ich, hier zum Teil wirklich nicht ganz ohne. Da kann man nicht einfach so, wie man lustig ist, da mal rumlaufen, wie man will, ne? Ah, ich witter da vorne was. Es geht in eine Linkskurve, vielleicht haben wir gleich noch besseres Licht für ein Bild. Vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben ja gerade auch ein schönes gemacht. Ah, Norge. Genau, das ist Norwegen. Jetzt gleich überfahren wir die Grenze. Ah, weißt du was? Wir probieren hier auch nochmal ein Bild. Wir probieren das kurz. Ob, wenn es nicht funktioniert, dann fahren wir direkt weiter. Na, also das sieht doch nett aus, ne? Ja, das ist auch ein sehr schönes Bild. Ja, aber hier fällt das Licht besser auf den LKW, ne? Das war eben so ein bisschen trist von der Seite. Wir fahren jetzt mal hier an. Und fahren dann jetzt erstmal ein bisschen schneller, sind hier links rüber. Nicht, dass hier doch jemand gleich angebraust kommt mit 300 km/h oder so. Ja, und der fährt uns dann drauf, das wollen wir auch nicht. Ja, weil es gibt ja oft Leute, die sind etwas schneller unterwegs als wir, müssen wir wissen, ja. Die nehmen das nicht ganz so genau mit den Höchstgeschwindigkeiten. Aber finde ich, ist natürlich elementar wichtig, das auch eben zu berücksichtigen. So, machen wir mal jetzt hier wieder 83. Weil gerade in Norwegen habe ich gehört, da wird auch viel geblitzt tatsächlich. Ich war zwar selbst noch nie mit dem Auto in Norwegen, ich war zwar schon öfters in Norwegen, bin aber nie selbst gefahren, weil das mal auf einer Kreuzfahrt war oder so. Oder ne, wenn man da irgendwie mit dem Schiff war, war auch mal in Norwegen auf dem Segeltörn, nur da fährst du ja dann vor Ort nicht mit dem Auto. Da geht man dann zu Fuß rum. Oder wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff da ist, macht man dann irgendwie eine geführte Tour oder so, wo dann ein Reiseführer noch dabei ist. Und da fährst du ja nicht.
Aber das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, aber ich meine, es war auch Norwegen, ja. Holland ist ja auch dafür bekannt. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber uns kann ja eh nichts passieren, weil wir fahren ja immer vorschriftsmäßig hier. Aber so Leute, die immer so ein bisschen schneller fahren, ne, die kriegen dann hier eventuell durchaus mal Probleme, ne? Was ist das denn? Ist das ein Kreisverkehr? Dritte Ausfahrt nehmen. Ah. Okay. Oder so mal hier. Also das ist ja mal ganz so ein Kreisverkehr nach der Autobahn. Also ich habe ja schon wirklich sehr viel gesehen, ja, in meiner Erfahrung hier als LKW-Fahrer hier am Rechner, ja. Auch im Let's Play, aber das ist mir auch komplett neu. Also immer wieder schön auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.